Herzlich willkommen zu dieser Videobesichtigung von Marquardt Immobilien. Wir befinden uns heute in einem freistehenden Haus in Nüdlingen. Nüdlingen liegt östlich von Bad Kissingen, grenzt mehr oder weniger direkt an Bad Kissingen ran. Und wir schauen uns heute gemeinsam dieses Haus an. Wie immer bei unseren Besichtigungen handelt es sich bei diesem Video um ein Trailer-Video. Das heißt, ich sage ein bisschen was zum Haus. Und Sie haben dann die Möglichkeit, auf unsere Webseite zu gehen, sich das Angebot anzuschauen, über ein Kontaktformular das freizuschalten und sich dann diverse Informationen wie Adresse oder weitere Unterlagen, die Vollversion vom Video etc. im Endeffekt freizuschalten. Wie immer bei unseren Videos handelt es sich um eine 360-Grad-Besichtigung. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, während wir durchs Objekt gehen, die Ausrichtung der Kamera in alle Richtungen zu schwenken. Ja, Sie können zu mir schauen, jetzt aktuell. Sie können vielleicht auch noch aus den Fenstern links und rechts von mir schauen. Wenn Sie die Kamera schwenken, können Sie gegenüber in die anderen Zimmer schauen. Was haben wir hier heute? Wir haben erstens ein Angebot, was für den Erwerber provisionsfrei ist. Das heißt, der Käufer zahlt keine Provision. Die Provision wird in dem Fall natürlich dann vom Verkäufer übernommen. Dann haben wir ein freistehendes Haus in Nüdlingen, Baujahr 1935, auf einem 420 Quadratmeter Grundstück circa. Das Haus besteht aus zwei Vollgeschossen. Ich befinde mich jetzt im Obergeschoss. Vollgeschoss heißt, dass wir auch im Obergeschoss keine Schrägen haben. Und dann gibt es die Möglichkeit, weiter noch auf den Dachboden zu gehen, der auch noch sehr groß ist, zumindest als Abstellfläche sehr gut geeignet ist, mit einem gewissen Invest natürlich auch ausgebaut werden könnte. Wir haben ca. 420 Grundstück, wir haben eine Einfahrt, wir haben einen Garten. Wir haben auf der anderen Seite vom Haus noch eine Einfahrt, bietet sich sehr gut an, um zum Beispiel einen Hänger oder ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen abzustellen für längere Zeit. Wir haben sehr viel Platz, das Haus hat ungefähr 170, vielleicht auch 180 Quadratmeter Wohnfläche. Wenn Sie auf den Boden schauen oder auch mal in die Zimmer links von mir und rechts, Sie müssten die Kamera natürlich drehen dazu, reinschauen. Wir haben hier abgeschliffene Dielenböden. Die Wände sind alle gespachtelt und gestrichen. Deckenhöhe ist überdurchschnittlich, also 2,50 Meter über 2,50 Meter, ich sage mal zwischen 2,50 und 2,55 Meter. Es bietet sich an als Haus für eine Familie. Es sind jetzt kleinere Zimmer, aber viele Zimmer. Also wir haben hier 1, 2, 3, wenn man es als zwei Parteien nimmt, drei Zimmer, Küche, Diele, Bad und unten das Gleiche. Man könnte es aber auch umbauen, wenn man es als freistehendes Haus für eine Partei nutzt. Als Familie würde ich unten einen Durchbruch machen, erkläre ich dann gleich noch. Dann hätten Sie einen großen Wohn-Ess-Bereich, gegebenenfalls noch einen zweiten mit einer offenen Küche. Und dann hätten Sie hier oben ein Kinderzimmer, zwei Kinderzimmer. Sie könnten zum Beispiel drei Kinderzimmer und ein Schlafzimmer machen. Ja, das wäre durchaus möglich. Plus Bad natürlich im Obergeschoss. Und unten hätten Sie einen großen offenen Wohn-Ess-Bereich über L, also wirklich großzügig, weil das Haus ungefähr, ich schätze mal, 170, 180 Quadratmeter hat. Plus voll unterkellert, plus Dach. Was haben wir noch? Das Haus ist von 1935, also schon älter, massiv gebaut. Hier werden Holzbalkendecken sein, deswegen auch die Dielenböden, die abgeschliffenen. Sie können das so lassen, wenn Ihnen dieses Nostalgische gefällt. Sie können da natürlich auch irgendwas drüberlegen. Ja, so ein Trittschall mit irgendeinem Vinyl etc. lässt sich natürlich drüberlegen. Wir haben hier Kaminzüge noch innen verbaut, also innenliegende Kaminzüge mit Schornstein, der nach oben geht, weil hier mit Öfen geheizt wurde. Also bis zum Schluss mit Holzöfen oder Kohleöfen. Und das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, das müsste umgebaut werden. Da haben Sie jetzt alle Möglichkeiten. In der Straße liegt Gas. Sie können aber auch irgendwas anderes nehmen, also einen Festbrennstoff, wie zum Beispiel Pellets oder eine Holzheizung. Sie könnten aber auch theoretisch eine Luftwasserwärmepumpe einbauen, indem Sie hier das entsprechend mit der Fußbodenheizung gestalten. Wie gesagt, Sie haben eine recht hohe Deckenhöhe. Ich nehme an, dass man das so gestalten könnte, dass man hier eine Fußbodenheizung drauf macht. Wasserführend und darüber dann den neuen Fußbodenbelag. Wäre sicher denkbar. Die Fenster sind alt, die müssten erneuert werden.
Das Dach ist nicht gedämmt, da müsste auch was gemacht werden. Im Endeffekt würde ich das Haus sehen als Grundstück, was Sie bekommen, ergänzt mit einem mehr oder weniger fertigen Rohbau, aber Fenster müssen gemacht werden, Leitungen müssten gemacht werden, Wasser, Abwasserleitungen, Bäder etc. müsste gemacht werden. Sie haben dadurch die Möglichkeit, Ihren persönlichen Einfluss da reinzubringen. Also Sie können jetzt sagen, die Mauer weg oder die Wand stehen lassen, von der Raumgestaltung ist ein bisschen verändern, die Bäder gestalten, wie Sie wollen, dann die Stränge natürlich neu machen, Wasser, Abwasser, Fenster neu. Und dann haben Sie im Endeffekt eine alte Substanz, die aber nicht zwingend schlecht ist, kombiniert mit, ich sag mal, neuen Modernisierungen. Ich hoffe, das hat Sie angesprochen. Wenn Sie Interesse an dem Haus haben, gehen Sie auf unsere Webseite, schalten Sie sich das Exposé frei, schauen Sie sich die Vollversion des Videos an. Wenn Sie das Haus kaufen möchten oder besichtigen möchten, kommen Sie bitte auf uns zu. Wenn Ihnen unser Marketing zusagt und Sie überlegen, Ihre Immobilie zu veräußern und dafür uns nutzen wollen, Verkauf Ihrer Wohnung, Verkauf Ihres Hauses. Wir sind inzwischen deutschlandweit tätig. Auch da kommen Sie einfach auf uns zu. In dem Sinne, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und viel Erfolg bei der Suche nach einer passenden Immobilie.